Hallo und willkommen zurück zu Let's Play, zu Let's Play Together, Tomb Raider Unfinished Business mit Gamey. Hallo, ja, ich habe dich sogar vergessen vorzustellen, scheiße. Und du dürft nicht, und ich darf mich jetzt hier rumschlagen, das ist so wunderbar. So, also als erstes hast du was vergessen. Du kannst Ja. rüber. Oh. Kixi, ich habe hohe Adrenalin. So, ich durfte kämpfen. Letzte Aufnahme, 20 Minuten pures Adrenalin, viel Spaß. So, und ich kann mich, glaube ich, erinnern, dass wir da hoch können. Wenn du jetzt Schluss machst, nach weniger als 2 Minuten, ne? Nee, Dann ich schneide ich glaube. das hinten bei mir mit ran, ne? Ich glaube nicht mal so. Das ergibt keinen Sinn, wenn man da runter geht. Oh, guck mal, da hat man eine Tür aufgemacht. Tschüss. Übrigens, du kannst alles am MPs, aber mit dem letzten Level wären noch 10 Trilliarden Stück. Ich glaube, da oben ist das Levelende. Nee, das ist ein Tauchgang und dann kommst du in den Raum, wo diese Kapseln sind. Die gehen kaputt. Und später, wenn du runter in ein Wasser gehst, stürmt es dich hinaus und dann ist es Levelende. Na toll. Das wäre eigentlich das wirkliche Levelende gewesen. Von damals, ja. Genau. Aber der Hive war eigentlich das Normale, weil du bist die Rampe runtergerutscht und da Ja. hast du auch angefangen. Ja, das weiß ich ja. Warum wollen wir dann erstmal in Ägypten angefangen haben? Das war wahrscheinlich einfach nur, jo, ihr habt ja nochmal 2 Level. Weil 2 Level zu veröffentlichen macht ja keinen Sinn, das rechtfertigt ja die Gold-Edition nicht und. Ach, der Raum. Oh Den, ja! auf, den, auf den Raum freue ich mich schon das ganze Spiel und Casey kriegt ihn ab. Yay. So muss es sein. Geh einfach in die Mitte. Nein. Ne? Erstmal hier fett alles sammeln. Ah, Schrotflinte ist hier irgendwie die falsche Waffe. Kennst du das noch aus Tomb Raider 2, PS1-Version, den Granatwerfer-Trick? Aha. Wenn diese Teile vollständig und noch nicht getriggert sind, einfach viermal eine Granate drauf und down sind sie? Auf dem PC funktioniert der nicht. Leider. Dann schmiert das Spiel entweder ab oder du kriegst, oder es geht einfach gar nicht. Schade, dass es eigentlich nicht funktioniert. Echt, nehme ich auf hier. Hui. So. Oh nein. Oh Gott. Mini, 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 mini. Mini, mini, mini. Oh. Ach Mach's nee, die nichts. kommen aus einem anderen Raum. Das weiß ich noch. Ich glaube, die kommen aus einem anderen Raum. Oder? Ich glaube, die kommen aber auch erst, wenn du das letzte aufhebst. Also ich speichere mal. Ich speichere mal hier. Hey. So, und jetzt gibt's Party. Jo, läuft, ne? Das noch irgendwie anders in Erinnerung. Okay. Nein, die werden lebendig. Ah! Immer ruft er. Da sind mehrere lebendig geworden, jawohl. Wenigstens können die nicht schießen. Der hat sich voll versteckt, die P Sau. Hallo? Pussy. Die Fotze. Geh zurück, das ist eine Falle. Hab ich doch gesagt! Hier, guck mal, du hast kein Leben mehr. Ja, gut, okay, jetzt weiß ich es besser. Scheiße. Aber jetzt ist der zweite Raum offen, das ist schon mal gut. So. Ich glaube, ich nehme jetzt doch mal kurz die Schrotflinte. Und nur zu gucken. Wer ist jetzt alles da? Fuck. Ja, Nein, gut, okay, Schrumpel ist zu das. langsam. Sie ist aber effektiv. Das ist aber mit einem Kessel Witz doof. Ja, da ist die Uzi oder die Magnums besser. Ich nehme Magnums. mal die Magnums, mal gucken, Doch, was die. Magnums heißen sie, ne? Nicht Automatik heißen sie, sind Teil Nee? 2. Ja, genau, Magnums heißt die. Bam, 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 bam. So, wer will Arsch voll? Freiwillige vor. Na bitte. Geht doch. Magnums waren irgendwie auch bald fast effektiv. Liebe! Kimmy kriegt sie jetzt heute nicht hin. Was ist jetzt los mit mir? Ach, geht mir doch vorhin genauso. Ich hab mir vorhin beim Aufnehmen fast einen Finger gebrochen. Yeah! Es ist abgestürzt. Geil. Ja, es lebt nicht mehr. Jetzt sieht man zum Beispiel meinen Desktop. Und man hört dich auch noch. Das ist wenigstens mal das Gute. So.
Da. Ich hab dich vorhin übrigens voll vergessen vorzustellen, irgendwie fällt mir so auf, weil wir gerade so voll in die Action so reingespawnt sind, weißt du, hab ich dich so voll vergessen aufzunehmen. Was ist, wenn ich jetzt hier einfach losgehe? Komm, wir sind lieber nicht. Dann funktionieren die Ich glaub, dann werden sie alle wach. Dann werden sie sauer. Du hast unsere Munition nicht mitgenommen, das geht gar nicht. Auf ihn! Ich muss da ausgehen. Verpisst euch doch einfach mal. Leben, du brauchst Leben. Fuck. Okay, ich mache eine Taktik. Leben. Uzi's war schon gar nicht die schlechteste Wahl, oder? Ja. Bloß. Werd lebendig. Hä? Vorbeigehen. Lief uns beide eiskalt erschreckend, pass auf! Alter! Der hat dich da voll reingestoßen, hab ich genau gesehen. Ich werd gleich ein Tier, Alter. Das wird echt. Also, nein! Ja, wer kickst du dich hier so rumsteht, können wir ja ein bisschen was erzählen. Was können wir denn erzählen? Ja, wir sitzen hier eigentlich schon seit 19 Uhr und haben vorhin angefangen, mein Layout für meine Streams fertig zu basteln. So, fertig zu basteln ist gut. Wir haben es angefangen zu basteln. Und es ist super geworden. Und wir haben auch schon was fertig und das ist gar nicht schlecht geworden. Alter, bin ich doof. Aber siehst du, wie jetzt doch wieder rausgeklettert? Alter! Ich hab heute nicht so meinen Tag. Nein. Ich schaffe es nicht mehr, Dinge zu töten. Ja, dann kannst du 20 Minuten failen. Dann mache ich es einmal richtig. Hast noch 12 Minuten. Du failst hier seit 8 Minuten. Ja. Alt plus Z drücken, um ihr Spiel ein bisschen zu teilen. Leck mich! Das sieht man sogar jetzt hier in der Aufnahme. Okay, scheiß drauf. Oh nee. Leben. Klar, ja. Doch nicht so scheiß drauf. Ja, Mitte. Und jetzt. Balab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 ala. Perfekt. Wie so eine Massenverarbeitung hier. Fleischfabrik. Hallo. Lara ist der Funktionsfehler. Aua, der ist böse. Ich würde langsam mal Leben einwerfen, möchte du wäre. Wenn der gleich kommt. Und dann würde ich einmal speichern. Oder den erst töten und dann speichern. Jetzt würde ich speichern. So, die anderen zwei sind noch. Ah, nee, ich höre noch einen. Trotzdem speichern, wenn dich dieser eine jetzt wieder killt. War alles umsonst. So ist es. Oh, und lauf. Nu! Alter. So, lauf, du da. Oh Gott. Fuck. Okay, wir sind am Ende. Ah! Oh Gott. Du da. Oh Mann, wir haben gezogen gekriegt. Zug ist ein bisschen. Mach nichts. Aber mir die ganze Zeit so. Leben? Aber ganz knappig. Ich meine, ich sehe es nicht so ganz. Jetzt so ist besser. So, Hebel drücken. Viecher eliminieren. Und wenn ich du wäre, würde ich sofort auf die Blöcke kriechen. Nee, ich glaube, das ist ein Zeitspiel. Oh. Dann renn! Das ist nicht gut. Oh Scheiße. Bist du sicher, dass wir am Ende sind? Mhm. Das ist das Ende. Ich dachte, das Ende war scheiße. Das ist scheiße im Ende. Leben! Ernsthaft? Tschüss. Ernsthaft.
Und was mit Bernd? Warum vergessen immer alle Bernd? Ich müsste so fragen, wer ist Bernd? Ja, aber wirklich, wer ist Bernd? Der beste Freund von Ernst. So wie der beste Freund von A-Hörnchen das B-Hörnchen ist. Leben! Ich bin schon dabei. Obwohl die Aufnahme ist mit OBS versaut. Nee, die ist schon noch gut hier. Ich hab alles im Blick. Und dann müssen wir uns demnächst nur mit deinem Fraps mal beschäftigen, was damit los ist. Ich drücke jetzt mal F5, um zu speichern. Hm. Na, dann falte du mal. Ich lese mir mal nebenbei einen Kommentar durch. Miss Viech? Da macht bei Schrumpfen vielleicht mehr Sinn. Aber ist egal. So, was, wo wir jetzt am Ende sind? Wegen dem hier. Ja. Wegen diesem lustigen Bug weiß ich, dass wir am Ende sind. Das ist in jedem einzelnen Ding drin. Wie? Ja, da. Was denn? Das da. Ja, was ist das? Ja, guck doch mal ihre Front genau an. Das sind ihre Hosen. So. Okay. Genau, hier geht's runter. Fuck, jetzt hab ich Timer tot gemacht, oder? Nee, ich hab alles im Blick, ich hab 11 Minuten schon hinter mir. Du hast noch 8 Minuten, noch mein, laut meinem Timer. Mhm. Ja, ich komme mir einfach noch nicht so ganz klar. Aber es wird langsam. So. Ich glaube hier, das hier war ein Zeiträtsel. Mhm. Yo. Und ich glaube, du musst genau auf die Blöcke jetzt rauf. Ja. Scheiße. Dann wirst du, glaube ich, nebenbei noch bombardiert. Whoops. Whoops. Alter. So. Warum? Okay, mal Übung. So, so, so. Ah, okay. Okay. Ist machbar. Vollkommen. Na dann. Das war's. Richtig? Fast richtig. Also, ja, das kommt das mir schon bekannt vor. Saif! Glückwunsch, Kixi, wir haben's geschafft. Komm jetzt an. Yay! Wir haben unser erstes Let's Play Together abgeschlossen. Yay! So, Timer kann ich einfach mal pausieren. Scheiß drauf. Mhm. Endcut, Abmoderation. Kann ewig lang gehen. Ja. Ihr seid nicht ins Spiel abgestürzt. Ja. So endet unser Let's Play zu Tomb Raider Unfinished Business. Da wir ja durch sind, brauchst du das Spiel auch nicht mehr neu starten. Scheißegal. Nee. Wir haben den Endcut gesehen. Ja, Kixi, erstmal deine Aufnahme, erstmal deine Rede. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir und ich freue mich schon auf unser neues Let's Play Together. Wenn das hier mal vorbei ist, wenn das. Ah, oh, guck mal an. Wenn das hier hochgeladen ist. Genau. Wollen wir schon sagen, was das ist? Nö. Okay. Naja, eigentlich ist es ja dann nicht schon. Unser neues ist ja eigentlich schon so ein bisschen hochgeladen. Hä? Ja, das, was wir während des hier noch lief, schon gestartet haben. Achso, ja, stimmt. Wo du schon wieder ein paar im Rückstand bist. Aber egal. Hä? In Unfinished Business? Nee. Nee, Unfinished Business nicht. Ich tu einfach heute alles hochladen. Macht nix. Gut. Ja, auch von meiner Seite, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das Let's Play Together, lang ist es ja von meiner Seite aus für Leute, die mich schon länger verfolgen, geplant gewesen. Mit verschiedenen Personen, wenn man mal ehrlich ist. Also,
Soll ich sagen, mit wem? Ja, ja, ne? Als erstes war es geplant mit Crofty Boy LP, sprich Max. Dann, als ich mit dem ein paar Schwierigkeiten hatte, war es mit Jules geplant. Und als mein Mann vorher neben Jules ist, dann habe ich mich dann irgendwann, ja, mit Kixi dazu entschlossen. Mhm, also, wir haben es durchgezogen. Wir haben es durchgezogen, lang war es geplant. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es hat wirklich, also, selten waren Projekte, die so ätzend waren, so gut. Und, ja, es ist unbeschreiblich gewesen. Also, ich hoffe, euch hat es genauso gefallen. Und, ja. Man muss natürlich auch dazu sagen, es war unser unser erstes gemeinsames Let's Play Together an sich, wo wir ein Spiel spielen und kein Multiplayer spielen. Richtig? Kann man dazu sagen. Genau, das war quasi jetzt das erste wirklich richtige Let's Play Together. Mhm. Mein zweites, weil ich ja mit Jules schon, wie hieß das, Golden Mask? Golden Mask. Genau, mhm. Das habe ich mit Jules aufgenommen. Dann haben wir The Lost Artifact angefangen, aber Jules ist leider, keine Ahnung wo. Verschollen. Verschluckt, keine Ahnung, zerrissen. Und Leute, wir sagen es mal so, es sind Videos aufgetaucht, wo angeblich Jules mit dabei war. Kies und ich haben uns lange die Birne drüber zermalt und wir sind zum Schluss gekommen, dass sie das nicht ist. Nee, Jules hat eine hellere Stimme. Weil Jules hatte eine ganz andere Stimme und so einen ganz minimalen kölschen Akzent. Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir natürlich indirekt auch heran, wo sie wohnt, aber muss ja nicht stimmen. So. Nee, sie wohnt ja eigentlich nicht direkt in Köln. Gibt es noch viele äußere Städte. Ist ja auch egal. Also, liebe Jules, wenn du dieses Projekt mal sehen solltest, es wäre schön, wenn du wieder bei uns melden musst. Ansonsten würde ich sagen, ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht und ja, ihr könnt gespannt sein auf das neue Projekt. Und ihr könnt auch gerne mal bei Rise of the Tomb Raider reinschauen, auch für diejenigen, die vielleicht eher so die alten Tomb Raider-Freaks sind. Auch da haben wir jede Menge Spaß. Ja. Ja. Ja, von meiner Seite aus war es das. Wir haben natürlich auch noch viel mehr geplant. Geplant ist viel, ja. Geplant ist viel, Umsetzung ist schwer. Umsetzung ist immer schwer, aber da gehört viel Planung zu. Genau, weil wir haben... was machen wir jetzt, das Multiplayer-Spiel? Hä? Was haben wir... genau, Rise of the Tomb Raider haben wir zurzeit. Ja. Und wir wollen Dead by Daylight wieder mal aufnehmen. Das habe ich ja schon mal gesagt irgendwo. Hm. Genau. Bloß wann und dann will ich Bumm wieder dabei haben, ich will Alex dabei haben, ich will, ja, egal. Die, wo halt immer dabei waren. Genau. Luca. Ja? Luca. Ah ja, genau. Also einige wieder und wird wieder bunt hier auf dem Kanal. Es wird übrigens auch noch, kann ich gleich sagen, das wollte ich eigentlich mit dir heute noch abklären, ein Faktenvideo machen. Weil... Okay. Ich weiß nicht, kennst du Faktenvideos von keine Ahnung, von Schauspielern zum Beispiel jetzt oder von Harry Potter Darstellern oder Harry Potter Dings? Ja, 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 ja. Genau, und sowas wollte ich in Tomb Raider vormachen. Zum Beispiel jetzt, Lara Croft gibt es ja in 3 Versionen. Alte Lara, neue Lara und die ganz neue Lara. Mhm. Genau, und über die mache ich dann, weiß ich nicht, so ein 30-Faktenvideo. Dann über Amanda, dann und so weiter und so fort. Habe ich geplant. Genau. Das schon mal dazu. Plus, ich muss noch die ganzen Fakten rausschreiben. Ja, das ist ja nicht. Das ist ja nur eine Menge Arbeit, aber ja. Das kriegt man bestimmt alles raus. Mal gucken, ob das auf YouTube gerankt wird. Ja, das sehen wir dann. Ja. Ja. Aber von meiner Seite aus vielen Dank fürs Zugucken. Und von meiner Seite auch. Vielen Dank. Ja. Und ich hoffe, ihr seid bei unserem neuen Projekt auch mit dabei. Ciao.